Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonberry. Nächstes Thema, Veterinäramt. Es wird immer besser. Ironie off. Ja, und zwar Thema Heuraufen. Das habe ich jetzt schon in einigen Facebook-Gruppen diskutiert. Ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen. Das konnte mir niemand sagen. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was mir die vom Veterinäramt sagt, wenn ich sie frage. Sie wird ja nicht nur mich kontrolliert haben. Ich werde ja nicht die Einzige sein. In ganz Wien, die Ratten, Hamster, Meerschweinchen, Meerschweinchen zählen da jetzt nicht, aber Rennmäuse, sowas hat. Weil die müssten ja dann theoretisch auch Heuraufen für ihre Hamster, Rennmäuse und Ratten haben. Was aber völliger Schwachsinn ist. Für was braucht ein Hamster eine Heuraufe? Die essen das Heu im Normalfall nicht. Die knabbern kurz mal dran. Vielleicht, wenn es dem einen oder anderen Hamster schmeckt, wird das auch essen. Aber meine haben es bisher immer nur zum Nestbau verwendet oder einfach ignoriert. Aber es steht im österreichischen Tierschutzgesetz, ich rede wieder nur von Österreich, wie das in Deutschland ausschaut, weiß ich nicht. Im österreichischen Tierschutzgesetz steht drinnen, dass Nagetiere, Kaninchen steht nichts, nur Nagetiere, eine Heuraufe zur Verfügung gestellt haben müssen. Mit Heu selbstverständlich. Und das muss laut der Dame vom Veterinäramt, die bei mir zu Besuch war, so angebracht sein, dass die Tiere... Hallo. Ich glaube, die mag gerade spielen. Ich tue jetzt aufnehmen und dann können wir spielen, ja? Das muss auch so angebracht sein, dass die Tiere nicht reinkrabbeln und drauf machen können wegen Hygiene. Weil einem Tier, das ja so wichtig ist, hygienisch zu sein. Das ist für ein Tier so wichtig. Menschen gar nicht, aber für Tiere, da muss alles pipi fein sein und steril und Dings. Und naja, auf jeden Fall. Ja, ich als extrem unhygienischer Mensch kann das nicht nachvollziehen. Ja, naja, auf jeden Fall musste ich mir jetzt vom Tierarzt einen Attest geben lassen. Er hat es immer noch nicht geschrieben. Ich habe ihn jetzt schon 3 oder 4 Mal erinnert. Ich bleibe aber dran. Er möchte mir einschreiben, dass ich einen Attest habe, dass meine Ratten kein Heu in unmittelbarer Umgebung haben dürfen. Streu habe ich sowieso in den Staubtes und sie verwenden es auch eigentlich nie. Also ich miste unten fast gar nicht aus, nur die Klokiste unten, die wird verwendet. Und die gehen dort nicht hin. Die gehen nur oben auf die Decken. Und die sind ja auch ganz furchtbar. Die müssten wahrscheinlich auch weg, aber so genau haben wir uns mit Ratten noch nicht beschäftigt. Es ging eher um die Decken im Zimmer. Die sind ja so total unhygienisch. Ja, also wenn ich jetzt einen Liter, ja okay, ein Liter ist zu viel, so viel pinkeln die nicht. Sagen wir jetzt einmal, ich leere 20 Milliliter auf einen Teppich und ich leere 20 Milliliter Wasser, beides Wasser, auf Streu. Die Fließdecke braucht wahrscheinlich einen halben Tag, um trocken zu werden und das Streu sehr lange, also viel länger als 12 Stunden. Wenn ich Fließdecken wasche, die sind innerhalb von, teilweise wenn ich sie aus der Waschmaschine nehme und nur bis zur nächsten Wäsche, weil ich trage die nicht jedes Mal runter, sondern ab und zu warte ich nochmal 1,5 Stunden, bis der nächste Waschgang fertig ist. Und da sind die teilweise schon trocken, obwohl es zusammengeknödelt. Also was da jetzt hygienisch ist, ob die jetzt im nassen Streu sitzen oder auf dann ziemlich schnell trocknenden Decken. Und wie wir ja alle wissen, ist Urin eigentlich nichts Schlechtes. Man kann theoretisch sogar, wenn man nichts anderes zur Verfügung hat, Wunden. Also wenn man sich jetzt irgendwo im Wald schwer verletzt oder am Strand und man hat so eine Schnittwunde und da ist viel Dreck drinnen, kann man drauf pinkeln. Das ist besser, als wenn man irgendwo aus dem Fluss das Wasser nimmt, weil da viel mehr Bakterien drin sind. Urin ist steril, wenn er rauskommt. Aber es ist unhygienisch. Naja. Es ist, ja genau, es ist doof, gell? Ja, ich spiel gleich mit dir. Gleich spielen wir. Ja. Bei euch hat sie wenigstens nichts bemängelt. Wobei, da warst nur du da. Als sie da war, warst nur du da. Da waren meine anderen Babys noch nicht da.
ja, da wird sie wahrscheinlich auch wieder meckern. Aber naja. Blöderweise genau an dem Tag, wo die zwei da waren, also es war eine Dame da, die viel bemängelt hat, was eigentlich gar nicht existiert hat. Also es steht auch viel in dem Schreiben drinnen, was so gar nicht gewesen ist. Wie zum Beispiel, dass meine Rennmäuse kein Sandbad haben. Die haben seit eh und je, seit ich sie habe, ein Sandbad. Sie schütten es nur zeitweise zu mit Streu. Und das war an dem Tag auch so, also in der Nacht. Die schütten das manchmal, ich sieb das Sandbad aus, komme am nächsten Tag in der Früh rein, alles zugeschüttet. Ich habe hingezeigt und ihr gesagt, das Sandbad. Und sie, ja, ist in Ordnung. Steht trotzdem im Schreiben drin. Ich glaube, entweder ich werde verarscht oder da wurde jemand angestachelt, dass man mir unbedingt meine Tiere wegnimmt wegen Mini-Kleinigkeiten. Weil wenn mir jetzt meine Hamster und Rennmäuse und meine Ratten weggenommen werden, nur weil die keine Heuraufe haben, wo es am Markt gar keine Heuraufen für so kleine Tiere gibt, weil der Gitterabstand nicht passt, dann stimmt da was nicht. Gell, okay, Cindy? Sieht man dich eigentlich im Video? Hm? Na, komm mal her. Ui, hoppasa. Ui, da ist meine Cindy. Ja, an dem Tag, wo die da waren, haben wir ausgemacht, dass wir zu der Züchterin fahren, von der wir dich holen. Gell? Und dann haben wir uns am gleichen Tag dich ausgesucht. Ja, ursprünglich wollten wir ja nur einen Hund. Aber wir konnten uns nicht einigen, meine Mutter und ich. Deswegen haben wir jetzt zwei. Also inoffiziell gehört die Cindy zu meiner Mutter und die Tequila, ja, zu mir. Theoretisch die Buffy auch zu meiner Mutter, weil das sind ihre zwei Lieblinge, ihre zwei einzigen Kinder. Ich gehöre ja nicht dazu, ich wurde ja nur aus ihr rausgeschnitten. Wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ja. Also in Österreich ist das Gesetz, eine Heuraufe für alle Nagetiere zu haben. Kaninchen steht nicht drin. Meine haben zwar eine Heuraufe, aber weil wir ja so ein lustiges Kaninchen namens Shaggy haben, die Heuraufe nicht leiden kann, verbringt sie. Also ich fülle die Heuraufe normalerweise nur abends an. Manchmal auch in der Früh, wenn die wirklich extrem viel Heu gefuttert haben. Kommt aber eher seltener vor. Normalerweise ist die noch zur Hälfte gefüllt, wenn ich in der Früh die Leckerlis verteile. Ja, die Shaggy verbringt die ganze Nacht damit, die Heuraufe auszuräumen und frisst sie erst dann, nachdem sie wahrscheinlich draufgepinkelt hat, weil das ja so unhygienisch ist. Ich weiß nicht, wieso sie die Heuraufe ausräumt. Und wenn die dann halt in der Früh kommen, ist halt eine leere Heuraufe da, weil das Heu halt davor liegt. Was soll ich machen, wenn die in der Früh kommen und ich mache alles am Abend? So früh, weil ich weiß ja nicht, wann die kommen ja unangekündigt, falls jetzt jemand sagt, na dann mach halt das. Wann die kommen, ich habe keine Ahnung, die kommen spontan. Und ich stehe nicht jeden Morgen, also ich stehe jeden Morgen momentan um 7:30 auf und du Hühnchen rauslassen und das Planschbecken, weil Teich kann man dazu ja nicht sagen, das Planschbecken auffüllen neu. Und das mache ich immer zwischen 7:30 und 8 in der Früh, aber dann bin ich so fertig, dass ich mich normalerweise hinlege und schlafe. Beziehungsweise dann zum AMS-Kurs gehe. Der ja momentan nicht unbedingt täglich ist, aber 3 oder 4 Mal die Woche auf jeden Fall. Und dafür halt dann länger, dass ich nicht so oft hinfahren muss, weil ich brauche ja doch eine Dreiviertelstunde. Ist in eine Richtung. Obwohl es in Wien ist. Und das ist vom Luftweg nicht sonderlich weit. Also Wien ist schon ein ordentliches. Ja, ich brauche teilweise in meinem Bezirk für manche Strecken noch eine Dreiviertelstunde. Ja, Bezirke, die Wiener Bezirke sind teilweise sehr groß. Auf jeden Fall ist das die Geschichte mit einer Heuraufe. Im Internet auch sehr heiß diskutiert. Bisher konnte mir wirklich noch niemand eine Antwort geben, wieso das so ist und wieso das keiner hat. Und wieso die gerade auf mir so herumhackt deswegen. Aber bei mir wurde ja kritisiert, dass nicht alle Tiere ein Nagematerial haben. Aber mir fällt jetzt momentan kein einziges Gehege ein, wo kein Holzstück drin ist. Zumindest irgendwo, ich habe wahnsinnig viele Weidenbrücken.
Ich habe eigentlich überall Weidenbrücken drin, so bei den Ratten, selbst bei den Zwergwachteln. Bei den Legewachteln momentan nicht, aber die haben Korkröhren und die brauchen ja auch kein Nagelmaterial. Also, und die Meerschweinchen sowieso, Meerschweinchen, Kaninchen, die Hamster, die Rennmäuse, alle haben bei mir eine Weidenbrücke drin. Ich weiß nicht, was das Nagelmaterial zählt. Das wurde ja bei mir auch kritisiert. Keine Ahnung. Ich habe nur Holzartikel. Ich habe bis auf Sputniks nichts aus Plastik. Tja. Und meine Ratten haben ja auch diejenigen, die vielleicht vom letzten Jahr noch meine Cage-Tour kennen. Das habe ich nachher aufgenommen. Es hat sich aber, seit das Veterinäramt da war und diesem Video, nichts geändert. Außer, dass eine Ratte dazwischen gestorben ist. Ich habe Einstreu. Ich habe Nagelmaterial. Ich habe halt kein Heu drin. Weil Ratten sollen kein Heu. Sie dürften es zwar, aber nur entstaubtes. Und das ist auch umstritten, also sagt man besser kein Heu. Und mein Heu ist ziemlich staubig. Schon allein, dass es da ist, neben dem allen möglichen gelagert wird, hinten im Lager ist es überhaupt sehr staubig. Und das, nee, also das ist mir das Gesundheitsrisiko zu groß. Aber offensichtlich müssen in Österreich Ratten krank werden, obwohl das auch gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Ah, das ist Auslegungssache. Bei einem mal passt es und beim anderen nicht. Und dann den mag ich, bei dem sehe ich das nicht so eng. Und dann, ja, ich befürchte, dass die angestachelt wurde, auf mir herumzuhacken. Von bestimmten Leuten. Oder zumindest einer Person aus einem Verein. Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer, was meine derzeitige Situation angeht. Ich bin sehr glücklich. Und dann sage ich, tschüss, bis zum nächsten Video, was wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel fröhlicher wird. Zumindest wenn es so aussieht wie dieses hier, wo ich mit meiner Hackfresse in der Kamera, nein, ich sitze nicht in der Kamera. Vor der Kamera. Ja, ich werde auf jeden Fall Outtakes machen. Wird sicher sehr lustig.